Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Herr, stärke uns, dein Leiden zu bedenken. Hier spricht Andreas Funke aus Grünstadt. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Palmsonntag. Heute Palmsonntag. Der Einzug des Königs in seine Stadt. Jesus zieht in Jerusalem ein als König der Demut. Auf dem Demutstier Eselin. Und wie reagieren die Menschen? Die Jünger, das Volk, sie jubeln ihm zu. Und jubeln, jauchzen, schreien, singen. Ich nehme das große, das schönste Jubiläum, 500 Jahre Gemeindegesangbuch, das nehme ich zum Anlass, mit euch, mit Ihnen heute das Wochenlied für diese Woche des Palmsonntags, die Karwoche, vor die Hand zu nehmen. Das Wochenlied, eines der beiden möglichen, heißt »Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken«. Denn der König der Demut zieht ja ein in Jerusalem, um am Freitag den Tod am Kreuz zu sterben. Das Wochenlied beginnt, Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken. Es stammt von Gellert, stammt mitten aus dem Jahrhundert der Aufklärung von 1757. Und dies Lied schafft es doch, das Leiden, das Jesus aushalten muss, zu betrachten in der guten alten Weise. So hatte Luther uns geholfen, die Passion zu verstehen. Es hilft nichts, die Schuld am Tod Jesu anderen in die Schuhe schieben zu wollen, zum Beispiel den Juden. Es hilft auch nichts, mit vielen Worten und Tränen Mitleid zu zeigen mit dem armen, leidenden Jesus. Nein, wir müssen uns stellen. Wir müssen uns dem Leiden Jesu stellen, dem Kreuz standhalten und erkennen, nicht wegen irgendwelcher anderer ist Jesus gestorben, sondern wegen mir und meiner Feindschaft gegen Gott. Wir müssen in den Abgrund schauen, der in uns ist. Und dann nicht verzweifeln, sondern dann in den Abgrund der Liebe Gottes schauen, der uns wieder heimholen, wieder zu sich holen will als seine Freunde. Da erkennen wir mit dem Wochenlied das Kreuz Jesu in seiner Tiefe. Es schlägt den Stolz und mein Verdienst darnieder. Es stürzt mich tief und es erhebt mich wieder, lehrt mich mein Glück, macht mich aus Gottes Feinde zu Gottes Freunde. Aus Feinden zu Freunden, verwandelt gehen wir vom Kreuz Jesu zurück in unseren Alltag und bringen Liebe mit, Gottes Liebe zu den Menschen. Um aber so standhalten zu können dem Kreuz Jesu, dafür brauchen wir selber schon innere Stärke von Gott. Und darum lasst uns bitten mit dem Wochenlied für die Karwoche, Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, mich in das Meer der Liebe zu versenken, die dich bewog, von aller Schuld des Bösen uns zu erlösen. Der Herr segne euch und behüte euch, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.